Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder ein bisschen Pet Simulator X. Ich war die letzten Tage nicht da, hab das Weihnachtsupdate verpasst und hab leider auch verpasst, wie man hier die Huge Titanic Whatever Cat ziehen konnte. Die ist weg, die kriegen wir nicht mehr. Aber was wir noch kriegen können, ist, wenn wir hier auf den Exclusive Shop gehen, das Exclusive Titanic Egg. Hier haben wir nochmal eine Chance auf ein Titanic-Pet. Und ich kaufe mir normalerweise keine Exclusive Eggs in Pet Simulator X. Aber jetzt wollte ich einfach mal eine Ausnahme machen. Victor macht das auch immer. Er sagt immer, yo, mach, kaufen, kaufen, kaufen. Und jetzt kaufe ich einfach mal. Deswegen habe ich mir ein paar Robux vorbereitet, damit ich mir eine Handvoll Titanic-Eggs kaufen kann. Und werde die dann auch mal öffnen. Ich werde aber noch 2 Minuten 49 warten, bis der Grinch kommt. Und versucht Geschenke und Huge Snowman Chance zu stehlen, um vielleicht einen Huge Snowman zu bekommen. Ich glaube nicht, dass ich einen bekomme, weil, keine Ahnung, habt ihr einen bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Manche Leute haben tatsächlich einen bekommen, aber ich habe keinen bekommen. Ich krieg nie Huges. Also wirklich, bisher sind die einzigen Huges, die ich persönlich gezogen habe oder auf dem normalen Weg bekommen habe, meine Hellrocks. Und die Hellrocks, die waren ja praktisch geschenkt. Da habe ich auch ganz viele von verschenkt, falls ihr euch noch erinnert. Alle anderen Huge Pets, die sind praktisch geschenkt. Von Felix, von Victor, von Zuschauern. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber wir warten jetzt nochmal 1 Minute 53, bis dann der Grinch kommt. Und da kommt der Grinch auch schon. Gott, ich habe kurz nicht hingeguckt. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ab und zu gibt es dieses Event. Anstatt dass Santa Paws kommt, kommt halt der Grinch. Und dann verteilt er hier solche Sachen. Und ihr könnt die die Pets, die hier drin sind, befreien. Heißt, ich baue das Ding hier ab und bekomme dann einen Jolly Narwhal von der Grinch Cat. Und dann gucken wir einfach mal durch, was wir noch so befreien können vom Grinch. Zum Beispiel, hier haben wir so ein kleines Rentier drin. Reindeer Corgi. Ein Axolotl, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ein Frost Axolotl kann man sich hier holen. Jolly Moose. Und dann bauen wir einfach mal die ganzen Sachen hier ab. So. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein Huge Snowman drin ist. Ich meine, wenn ja, dann würde ich den sehen. Den sieht man ja, der ist ja huge. Wir bauen einfach alles ab. Und stellt euch vor, hier ist tatsächlich irgendwo ein Huge Snowman und ich übersehe ihn einfach. Das wäre so traurig. Aber bisher ist noch nichts so wirklich Cooles dabei. Wir versuchen natürlich trotzdem Weihnachten zu retten. Wobei ich auch so eine Huge Grinch Cat gerne hätte, ne? Also eine Huge Grinch Cat würde ich nicht nein zu sagen. Aber die kriegt man leider nicht, wenn man die Sachen hier abbaut. So, bauen wir noch die letzten paar Sachen ab. So, der da, dann noch der hier, dann noch der hier und der hier. Und das wär's dann. Leider keinen Huge Snowman bekommen. Typisch natürlich, ich krieg irgendwie nie Huges. Also, ich habe auch nie Glück dabei. Auch wenn ich die letzten Tage weg war, habe ich trotzdem durchgehend gehatcht. Ich habe wirklich durchgehend Eier geöffnet und ich habe keinen Huge bekommen. Ich habe die ganze Zeit meinen PC laufen lassen und nur durchgehatcht. Habe mich immer wieder per Remote drauf verbunden, um sicherzustellen, dass ich weiter durchhatche. Und wir gehen jetzt einfach mal hier in das Haus rein. Falls ihr das noch nicht wusstet, ich gehe noch einmal raus, falls ihr es nicht wusstet. Hier in der Christmas-Welt könnt ihr inzwischen in dieses Haus hier reingehen. Wenn ihr hier hingeht, drückt ihr E, dann öffnet sich die Tür. Und dann könnt ihr nochmal E drücken, um hier einfach reinzugehen. Und dann seid ihr bei Santa Paws und Mrs. Claus drin. Und an dieser Kiste könnt ihr viel, 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 viel schneller Gingerbread farmen. Also wirklich viel schneller. Guckt euch an, wie schnell ich hier das voll bekomme. 103 Milliarden. Jetzt kriege ich noch einen Tick. Jetzt habe ich 111 Milliarden. Ich kriege pro Tick einfach fast 10 Milliarden dazu. Das ist super gut. Und die Kiste lässt sich übrigens noch schneller abbauen als die anderen Kisten, weil sie einfach insgesamt weniger Stärke hat. Also das ist eine Kiste, bei der lohnt es sich richtig Gingerbread zu farmen. Falls ihr Probleme mit Gingerbread farmen habt, hier könnt ihr es machen. Sonst gibt es hier leider nicht viel zu tun. Elf on the Shelf ist auch gerade nicht zu finden. Aber ich finde, das ist eine schöne Umgebung, um jetzt einfach mal auf den Exclusive Shop zu gehen und dann noch in den letzten 3 Stunden, die mir bleiben, 3 Exclusive Titanic Eggs zu kaufen. So, und damit kaufe ich jetzt die Exclusive Titanic Eggs. Purchase successful. Thank you so much. So, jetzt habe ich die 3 Titanic Eggs. Scrollen wir einmal runter, um sicherzustellen, ja, ich habe noch genug Inventory Space. So, und dann sind hier die Titanic Eggs. Und normalerweise würde ich die jetzt aufbewahren für die Zukunft. Aber ich öffne sie jetzt. Ich öffne sie jetzt. Und zwar eins nach dem anderen. Ich öffne das erste und kriege ein Present Chest Mimic. Wertlos. Aber damit muss ich halt rechnen. Ich werde wahrscheinlich kein Huge ziehen, aber ich will ein Huge ziehen. Bitte, gib mir ein Huge. Ein Huge. Eine Grinch Cat, super gut. Jetzt habe ich die 2 Exclusives. Und jetzt kann ich auch gerne ein Huge oder ein Titanic Pet ziehen. Bitte, bitte. Ich möchte nur einmal ein Huge selber ziehen, welches kein Hellrock ist. Bitte. Und Chest Mimic. Das war's dann. Naja, so kennt man's halt, ne? Naja, immerhin habe ich jetzt mal ein paar Exclusive Pets selber gezogen. Die locke ich mir auch direkt.
damit sie nicht mehr wegkommen. Gehe auf Confirm und dann sind sie gelockt. Perfekt. Und ich würde sagen, die restliche Zeit verbringe ich mal. Ich habe jetzt schon wieder 300 Milliarden. Als ob das so schnell geht. Aber wir gehen hier wieder raus. Hier kann man leider nicht wie in der Secret Area in der Cat-Welt weiterfarben. Deswegen packe ich meine Pets wieder da hinten ran, damit sie dort ein bisschen farmen. Hoffentlich, please. Und jo. So, ihr farmt jetzt da ein bisschen weiter. Und ich werde die restliche Zeit nutzen, ein paar Pets zu verschenken. Weil ich konnte, während ich weg war, natürlich auch nicht so aktiv Pets verschenken. Ich habe es ein bisschen gemacht, aber ihr werdet gleich sehen, wie viele Einladungen übrig sind. Der Briefkasten ist leider deaktiviert. Ich kann nichts annehmen. Ich kriege auch keine neuen Geschenke und ich kann auch keine verschicken. Der Briefkasten ist leider deaktiviert. Ich fand den super cool. Ich hoffe, Preston fixt den wieder. Aber ihr seht, ich habe 47 Invites und da gehen wir jetzt einfach wieder ein paar von denen durch. Gucken hier, ob was für mich dabei ist. Ist nichts für mich dabei, also gehe ich auf Deposit. Ja, von den Pets, die ich eben gezogen habe, kann ich immer so ein bisschen was rausrücken. Und dann gibt es ein paar Slycats, ein paar Candy Cane Unicorns, ein paar Rainbow Slycats, Candy Cane Unicorn und ein Rainbow Snowflake Pegasus. 12 Pets, bitte sehr. Not enough space in the bank. Alright. Ah, das nervt mich immer am meisten, wenn ihr nicht genug Platz in eurer Bank habt. Warum müllt ihr eure Banken eigentlich immer so zu? Not enough space. Okay, tut mir leid, weil ich jetzt... Ich weiß nie, wie viel in diese Bank reinpasst. Deswegen gehe ich raus. Ich kann das nicht wissen. Und gehe in die nächste Bank rein. Weil ich werde nicht auswendig lernen, wie viel Pets in welche Bank reinpassen. Ich gehe jetzt auf Deposit und dann kriegst du halt von mir die Pets hier von... Den jeweils eins. Dab, dab. Dann noch ein paar goldene Slycats. Goldene Snowflake Pegasus. Candy Cane Unicorn. Und natürlich hiervon ein bisschen was. So, gehen wir auf Deposit. Diesmal sind sogar 13 Pets. Und dann würde ich sagen, frohe Nachweihnachtstage. Verlassen wir gleich mal wieder die Bank, wenn ich kann. So, und dann geht's rein in die nächste Bank von It's Yuzi 9. Wenn ich dann rein darf, gehen wir auf Deposit. Candy Cane Unicorn, Snowflake Pegasus, Slycat. Und dann noch ein bisschen von dem Zeug hier unten reinpacken. Deposit 10 Pets. Viel Spaß damit und wir gehen rüber zur nächsten Bank. Oh, und ich habe fertig abgebaut, wie ihr hört. Dann werde ich einmal kurz meine Pets wieder rüberpacken. Denn ich möchte weiter farmen. Obwohl, das hier will ich auch abbauen. Dankeschön. Also 100 mal Coins bringt mir wie viele? Mal gucken, wie viel Gingerbread ich bekomme durch so eine Kiste mit 100 mal. Ich bekomme... Müsste jetzt langsam mal aufhören. Es müsste jetzt langsam mal aufhören. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und gleich haben wir es. Gleich haben wir es. 68 Millionen. Hat sich nicht gelohnt. Alles klar. So, dann gehen wir in die Bank von Bimi rein. Oh, Pets für mich. Dankeschön. Ey, einen dieser Lucky, ich kann die sogar wirklich gebrauchen. Dankeschön, Bimi. Die anderen lasse ich dir aber mal drin. Und gehe dann auf Deposit. Du bekommst von mir hier von allem wieder eins oder zwei, keine Ahnung. So, ein paar Slycats, ein paar von denen hier, hiervon ein bisschen was und hiervon ein bisschen was. Und dann gehen wir auf Deposit. Success. Und die anderen Banken, die gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Ich muss das nicht alles kommentieren für euch. Oh mein Gott, Dankeschön, ein Barney für den Scary Corgi und die 187.000 Gems. Vielen lieben Dank. Ich sag so, ich gehe es im Schnelldurchlauf durch und direkt in der nächsten Bank ist ein Exclusive Pet. Dankeschön. Es freut mich immer sehr, wenn ihr mir Exclusive Pets gebt. Ich packe dir natürlich dann auch wieder Pets rein. So, also Mrs. Claus müsste ich eigentlich ein bisschen mehr farben, jetzt wo es die gibt. Aber das lässt sich doch schon mal sehen und wir machen dann weiter. Oh mein Gott, was ist das denn? Ey, Dankeschön. Als ob. Sarah, vielen lieben Dank. Okay, einfach zwei Anime-Monkeys, drei Anime-Unicorns, ein Party-Dog und ein Scary-Corgi. Vielen lieben Dank, Sarah, für die Exclusive-Pets und natürlich für die 187 Gems. So, gehen wir auf Deposit und packen dir natürlich auch wieder was rein, was natürlich nicht ansatzweise im Gegenwert steht. Aber ich bedanke mich trotzdem vielmals für die Pets, Sarah. Vielen lieben Dank. Und wenn ich solche Banken öffne, dann tut es mir immer so ein bisschen leid, wenn ich das nicht aufnehme, weil ich bin sehr oft auch dabei, einfach durch die Banken durchzugehen, wenn ich gerade nicht aufnehme. Und wenn ich dann was geschenkt bekomme, denke ich mir, oh, die Person wollte bestimmt in einem Video sein. Aber es funktioniert nicht immer. Also bitte schenkt mir keine Pets, nur weil ihr denkt, ihr kommt dann in ein Video. Das kriege ich nicht immer hin. Ich gehe halt regelmäßig durch die Bankeinladungen hier durch, pack dann Pets rein und wenn was für mich drin ist, dann nehme ich es mir raus und freue mich drüber. Aber ich nehme halt nicht jedes Mal Videos dazu auf, weil das wäre einfach viel zu viel. Ich kann ja nicht jeden Tag ein Pets verschenken und Pets entgegennehmen Video machen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich in Zukunft auch wieder eher sein lassen, dass ich solche Videos mache. Ich werde aber natürlich weiter durch die Banken durchgehen, damit ihr mir auch weiter Einladungen schicken könnt, weil ich habe wieder so viele. Aber vielen Dank für die 18,7 Millionen Gems. Oh, und da bin ich schon wieder fertig geworden mit Abbauen. Augenblick, natürlich noch ein paar Slycats hier reinpacken. So, dann verlasse ich noch die Bank von Toastinator 0. Pack meine Pets da hinten ran und würde dann auch das Video beenden. Ich habe leider kein Huge Pet bekommen. Ich habe auch leider kein Titanic Pet bekommen. Aber damit muss ich leider leben. Das war's erstmal mit dem Video. Samstag werde ich dann hoffentlich wieder livestreamen. Bis dann und ciao!